So, da bin ich wieder. Ich probiere mal was Neues aus. Erstmal guten Morgen oder guten Abend Deutschland. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch aussieht. Ich wollte euch mal anhand eines kleinen Videos zeigen, wo ich hier so wohne. Dass ihr mal so ein bisschen die Vorstellung kriegt, wie es bei mir so aussieht vom Schreiben. Ich weiß nicht, wie viel Vorstellungskraft ihr bei meinem Schreibstil entwickeln könnt. Also hier rechts in dieser kleinen Nebenstraße wohnen unsere australischen Freunde. Was schon mal sehr lustig ist, weil die halt, wie gesagt, nur 50 Meter von uns weg wohnen. Ja, also ich laufe hier halt auch gerade zur Schule los, ne? Im Sonnenschein. Das ist sehr praktisch, sehr schön. So, dann haben wir hier einmal unseren, das ist halt der Tennisclub. Und weiter links ist der Boccia Club. Ich weiß nicht, wer das alles kennt. Ja, also es ist jetzt, ich wohne halt in der Dolphin Street und ja, also mein Fußweg, können wir ja gleich mal die Videos sehen, bis zur Bushaltestelle runter beziehungsweise zum Strand runter sind zwischen 3 und 4 Minuten. Ja, was ist so in letzter Zeit passiert? Ja, jetzt schon fast, glaube ich, einen Monat rum seit dem letzten Eintrag. Mittlerweile kann man sagen, ist Alltag geworden halt. Strand, ich gehe jetzt jeden Tag an den Strand und mache da halt mein Ding, trainiere ein bisschen joggen, ein bisschen, also schwimmen hauptsächlich. Ja, ich bin halt leider immer erst um 4 nach der Schule zu Hause und deswegen, ja, ist halt nicht mehr so viel Strand. Der Strand wird um 7 geschlossen. Mittlerweile ist auch schon Herbst, also wird schon ein bisschen frischer abends. Aber solange die Sonne knallt, ist eigentlich alles okay. Ist jetzt auch schon viel zu warm. Was sollte die eigentlich Temperatur? Ich glaube, es sind nur 25 Grad oder so. Aber da es halt blauer Himmel ist und die Sonne ordentlich runterhaut, ist das schon gleich wieder 35 Grad Durchschnitt. So, dann haben wir hier gleich noch eine andere Sehenswürdigkeit, den Spielplatz. Dann haben wir hier das sogenannte Coogee Oval, was aus dem, wenn man hier bei Google Maps guckt, sieht so, es auch wirklich aus wie ein Oval. Also hier sind Tribünen, weil hier ist Cricket und Rugby Saison. Die Rugby Saison beginnt im April, also werde ich dann auch hoffentlich jeden Tag, wenn die spielen, dabei sein können. Und bis Ende oder Anfang März, glaube ich, war hier noch Cricket. Was die alle an Cricket so toll finden, verstehe ich immer noch nicht, weil die stehen da irgendwie die ganze Zeit noch rum und werfen mit dem Ball. Also da ist, also nicht wie Baseball. Baseball ist, glaube ich, deutlich spannender. Ich weiß nicht, wenn man die Regeln bei Cricket versteht, ist es bestimmt auch ein bisschen spannender, aber na. Also ich kapiere es nicht. Die Spiele gehen teilweise 3 Tage lang, also ich weiß nicht, wer daran Spaß findet. Ja, also das Coogee Oval ist halt auch noch so für Sport, was jetzt gar nicht zu erwarten war. Das war ein cooles Auto. Ist halt hauptsächlich so für Sport, also Personal Trainer, Joggen, Sprinter, Fußball, Rugby trainieren eigentlich eher weniger. Nur so eine komische abgewandelte Form namens Touch, wo ich die Regeln irgendwie noch nicht so drauf habe. Soll aber, also soll eigentlich nicht so körperkontaktmäßig sein wie Rugby. Ja, leider sind heute keine Sportler da. So, nicht da hinten sieht man Meckes. Wenn man das Video nachher auf dem Laptop sieht, ein bisschen größer. So. Hier haben wir den Parkplatz. Wir sind auch gleich am Strand, wie man hört, weil der Verkehr ein bisschen zunimmt. Hier ist nämlich die Hauptstraße, wo auch gleich mit Busstation. Dann sind wir, glaube ich, schon im ersten Bus. Hier ist sozusagen der Kreisverkehr. Das ist die Arden Street, die halt, glaube ich, fast durch nach
nach Bondi geht, wenn man halt nach Bondi will. Nicht so wie ich, ich gehe nicht nach Bondi. Bondi ist nicht so schön, außer wenn man shoppen will, aber da kostet dann auch schon mal ein Tanktop auch gleich mal glatt $50 oder so, was schon mal ziemlich übertrieben ist, meine Zeitmarke. Hier Ripcurl, Quicksilver und alles mögliche durch. Ja. Ist wie immer arschig viel Verkehr. Hat mal einer durchgelassen, das ist schon mal cool. So, ich gehe jetzt mal nicht gleich zur Bushaltestelle, ich bin ein bisschen früher dran, deswegen mache ich euch gleich, die anderen paar kennt schon, die berühmten Motivationsbilder, weil bei euch liegt ja immer noch Schnee. Deswegen laufe ich jetzt mal zum Strand vor. Also hier ist zum Beispiel noch, hier ist noch ein Parkplatz, ein Subway, gibt es ja auch, dann noch unten ein Hotel und eine Backpacker-Kneipe. Backpacken in Sydney ist schwer, wenn man halt nur in irgendwelchen Hostels untergebracht werden will, ist nicht so billig wie hier $10 pro Nacht oder so. Es kostet schon alles richtig viel, weil Sydney ist halt Sydney. Vor allem, wenn man hier an solchen geilen Stellen wohnen will, wie wir in Coogee, ist einfach viel zu teuer. Bondi ist, glaube ich, unvorstellbar teuer als Backpacker, da muss man dann schon irgendwie ein halber Millionär sein. Und da, wenn du da ein Jahr irgendwie rumsitzen willst und den ganzen Tag surfen gehen willst, also man muss schon arbeiten. So, jetzt sieht man schon ein bisschen das Meer. Da vorne ist der sogenannte Dolphin Point mit einem Denkmal. Es gab ja mal diesen Anschlag in Bali, oder ja, wo halt irgendwie, ich glaube, 24 Australier, die halt aus New South Wales bzw. aus Sydney kamen, sind da halt gestorben. Deswegen hat man denen ja ein Denkmal gesetzt. So, hier, Strand, voll geil, kann ich nur empfehlen. Der ist, ja, ich glaube, der ist 400 Meter lang. Also ich glaube, müsste zwischen 400 und 600 Meter. Sieht man, ist halt nicht so viel los, weil man muss ja auch mal arbeiten gehen, ein bisschen Geld verdienen. Da hinten das beige, also mit Farben nehme ich ja aus, das ist halt das, denke ich, beige Gebäude, ist halt das, der Coogee Life Saving Club irgendwas, wo halt die ganzen Typen eigentlich hier für die sogenannte Inselwettkämpfer, also Schwimmwettkämpfer einfach, wo halt die ganzen Leute trainieren oder halt, das sind, die organisieren immer mal irgendwelche Schwimm-Events hier in Coogee oder so. Ja. So, was haben wir hier noch? Die fahren ja immer zwischen den Fahrbahnen. Also heute passiert einem, glaube ich, nichts. Heute kann man nicht rausgetrieben werden. Heute ist ja, wie man sieht, einfach mal nichts los. Aber wenn dann halt ein bisschen schwerer Seegang ist, sollte man schon versuchen, zwischen den Fahnen zu bleiben, weil das Treib zieht einen doch ganz schön ordentlich weg. Ja, hier ist gerade ein bisschen Lärm, weil sozusagen der Stadtdienst, oder der hier in den Brentwick City Council Dingsbums, also die ja, einfach die Stadtverwaltung, die mähen hier gerade den Rasen ein bisschen und machen halt alles sauber. Dann nimmt man auch gleich den Rasenmäher. Das hier ist sozusagen der öffentliche Park, also die Peisnitz sozusagen. Peisnitz von Coogee, da sieht man auch mal zwei Sportler. Normalerweise sind ein paar mehr da, ich weiß nicht, woran das liegt. So, ich glaube, das sind ein paar Backpacker, die ihr Essen mitbringen. So, dann haben wir hier einen Mülleimer und da hinten dann dieses andere Aluminium-Dings. Das da sind öffentliche Grillstellen, die irgendwie bis um 9 Uhr abends mit von 9 bis 9, glaube ich, mit Gas gratis halt gedingst werden, wie auch immer. Und das ist halt ziemlich cool, weil kannst halt grillen umsonst. Muss halt nur ein Fleisch mitbringen. Und dann gibt es ja halt noch diese Pavillon, wo man das runtersetzen kann. Bisschen abchillen,
und halt Essen. So, das Einzige ist in Australien nervt, diese hässlichen Verbotsschilder. Es gibt ziemlich viele davon, was man alles nicht machen darf. Aber keine Ahnung, ob es wirklich so nötig ist, wie es hier überall ist. Also unsere Freunde beschweren sich schon, dass hier das Babysitterland ist, weil du halt alles vorgeschrieben kriegst, was du halt machen darfst und was nicht. Aber eigentlich, keine Ahnung, interessiert das sowieso keinen so wirklich. Ist halt da und man geht nicht weg. So, jetzt bin ich hier schon an der Bushaltestelle, wie man an dem zunehmenden Lärm hört. Da drüben ist nochmal hinterm Baum McDonald's und noch die Surfside Backpacker Kneipe. Was ziemlich cool ist, weil wenn man das oben sieht, der Balkon da, das gehört zu denen. Und wenn du da wohnst, da ist einfach, ist ja fett. So, dann würde ich sagen, beenden wir das Ganze mal hier, nicht, dass ich noch meinen Bus verpasse. Und würde ich mal sagen, man sieht sich das nächste Mal. Bis dann.